Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaft im Lauto 19 am heutigen Samstagabend. Als erstes einmal wünsche ich euch einen schönen Samstagabend. Ja, wie ihr seht, ich habe mir jetzt zur Unterstützung in der Grasernte auf Feld 53 den Ladewagen dazu geholt. Der sammelt mit Kursplay sammelt er ein und ab Autodrive fährt ab. So ist zumindest der Plan. Und ich hoffe, dass das jetzt auch gleich alles so funktioniert. Ich hatte ihn eben schon einmal laufen lassen. Da hat es funktioniert. Jetzt macht er hier im Moment noch so ein paar Probleme. Aber das kriegen wir dann auch gleich in den Griff. Jedenfalls, wie gesagt, ich hatte ihn eben schon einmal fahren lassen. Da hat es funktioniert. Und ich denke mal, jetzt gleich wird es dann auch wieder funktionieren. Aber wir werden es ja gleich sehen. Mal noch abwarten, bis er am Silo ist. Gucken, was er da macht. Ja, und wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, da jetzt irgendwann noch mal zu finden, wo der Fehler ist, wird auch schon schwer bei den ganzen Punkten, weil da halt ja auch die Spuren in den Rinderstall drin sind und für den Fermenter und Mischfutterfabrik. Das führt ja alles hier lang. Aber bis jetzt sieht das eigentlich noch ganz gut aus.
zieht auch schön gerade oder fast gerade. Ja, und hier im Silo, ich habe hier insgesamt 6 Abladepunkte gesetzt. Umso dichter sind die Spuren auch aneinander, umso kleiner sind nachher die Lücken. Mal sehen, was er jetzt hier gleich beim Abladen macht. Das sieht so eigentlich ganz gut aus. Mal sehen, ob er jetzt gleich die Abladeposition wechselt. Wenn wir nachher gleich noch mal gucken. Ich will jetzt erstmal anfangen, noch ein bisschen bei der Ballen zu sammeln. Sonst liegen die dem Big M nachher unter Füßen. Ja, jetzt ist eigentlich auch schon mein Plan aus der gestrigen Folge eigentlich auch schon wieder hinüber. Da sagte ich ja eigentlich, ich wollte die Rundballen hier im Rinderhof in den Silos zwischenlagern. Aber das geht jetzt ja nur noch in dem einen, da ich den anderen ja jetzt gerade befülle. Aber so viel Ballen kommen hier auch gar nicht mehr zusammen. Ich werde nur das Vorgewände pressen. Und den Rest lasse ich halt mit Ladewagen fahren. Vielleicht mache ich das nachher auch noch ganz anders. Vielleicht hole ich mir nachher auch sogar noch einen Häcksler dazu und lasse das häckseln. Aber das muss ich mir noch mal überlegen. Das weiß ich noch nicht genau. Treffen die beiden jetzt noch aufeinander? Ah ne, Ladewagen ist vorher weg.
werde ich jetzt noch mal einmal kurz in den Ladewagen hüpfen. Er hat seine Abladeposition noch nicht geändert. Also irgendwie. Achso, der ist auch noch nicht voll. Gut. Mal sehen, ob er jetzt gleich die Abladeposition ändert oder nicht. Das sieht irgendwie nicht danach aus. Doch, jetzt hat er doch gewechselt. Alles klar. Nee, dann. Dann ist ja auch alles gut. Big M ist nachher bald fertig. Allzu lange dauert es nicht mehr. Mal gucken, hat er sein. Ob das funktioniert. Die Abladepunkte hätten teilweise auch noch ein kleines Stück weiter nach hinten können. Aber ist dann halt so. Ein bisschen weiter schieben, naja.
So, der nimmt wieder seine Arbeit auf. Muss der LKW wieder weg, der steht jetzt gleich im Weg. Dann haben wir schon wieder zum Deutsch zurück. Müssen wir mal sehen, ob das jetzt auch funktioniert. Aber da die anderen Punkte funktioniert haben, dürfte das auch funktionieren. Der Big M ist auch auf dem Rest.
fährt jetzt gleich noch einmal wieder zurück und dann dürfte er fertig sein. Big M ist fertig. Ja, meine Lieben, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Sorry, dass das Video ein bisschen länger geworden ist. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich würde mich über ein Like oder einen Kommentar von euch sehr freuen. Und sage dann mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.